Hi, ich bin Patrick und ich bin auch das erste Mal dabei. Und mir gefällt als erstes erstmal positiv die ganze Atmosphäre, dieses Wir-Gefühl, was man hier vermittelt gekriegt hat, beziehungsweise was man hier fühlt, ist einfach toll. Aber ich meine, wenn man sich dazu angeschlossen hat, nach Malwinkel zu gehen oder sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Man möchte noch ein bisschen mehr Abenteuer als das, was man sonst überall 0815 geboten bekommen kann. Und dann fängt es eigentlich schon damit an, dass man hierher fährt und man fährt über die Autobahn und irgendwann fährt man auf den Kap und irgendwann kommt man immer tiefer in die ganze Suppe rein und dann fährt man irgendwann auf so einer flachen Straße mitten durch den Wald. Und man merkt immer Stück für Stück, je näher man kommt, okay, du kommst jetzt langsam hier deinem Abenteuer ein bisschen näher. Es ist ein bisschen Ausnahmezustand, du hängst hier rum mit Freunden, kannst die ganze Zeit Scheiße labern, du gehst auf dem Zeltplatz hin und her zu irgendjemandem anders, du kriegst immer ein Bier angeboten, du hast immer Gleichgesinnte vor dir und scheißegal, wo die herkommen. Das, was für mich halt zumindest mal Wickel ausmacht, dass halt jeder für sich selber trotzdem individuell entscheiden kann, was er halt tut. Ich habe noch kein Festival erlebt, egal ob ein Musikfestival oder was weiß ich, was schon was weiß ich wie lange etabliert ist, wo man, keine Ahnung, so rundherum auch gut umsorgt wird, in Anführungsstrichen. Es gibt, ob ich jetzt hier alles Fleisch mitbringe oder was weiß ich, oder ob ich einfach gar nichts dabei habe, ist es scheißegal. Ich kann mich einigermaßen günstig hier selbst versorgen und wie gesagt, das Thema Sanitäranlagen ist immer bisher erst rein gewesen. Du kannst hier mit so vielen Leuten austauschen, du kannst vor einen Stand gehen, du kannst dich mit den Firmen direkt unterhalten. Also du schreibst keine E-Mail oder was weiß ich, sondern du kannst dich mit den Firmen jeweils unterhalten, entweder auf Englisch, weil sie halt nur Englisch können, oder auf Deutsch oder wie auch immer. Und du wirst auf jeden Fall eine Information aus erster Hand bekommen. Mhm. Du hast für jede Marke mehr oder weniger, die einigermaßen gängig ist, einen kostenlosen Tech-Support. Geht eine Feder kaputt, du gehst da hin und fragst, kannst du mal gucken, was da los ist, und der baut dir die Feder ein, dann willst du dem Geld geben und dann fragst du noch, ja, okay. Also 2006 war das erste Mal gewesen, wir sind jetzt dieses Jahr das 11. Mal fast in Folge da, wir waren eigentlich durchgängig immer da, und Big Game ist für uns so halt so die Sache, dass du halt immer eigentlich so diesen Mix hast aus dieser Gemeinschaft und eigentlich auch diesen, ja, das Szenario spielen sowieso, und das ist eigentlich so der Reiz, den es ausmacht, dass du einfach das mit den Kollegen hast, das Zusammensein und halt das Szenario zocken.
Ich kann eine Lesekarte zur Mandate. Scheiße, wenn man die Karte nicht lesen kann. Scheiß Kommandant! Karte, sorry! Bei der Fleischer!